Herr Müller-Fock, wie lautet knapp gefasst Ihr Zwischenfazit der Merkelschen Flüchtlingspolitik oder sagen wir das Aufgreifen der Flüchtlingspolitik der Regierung nach 2 Jahren? Also die Flüchtlingspolitik ist wieder da, wo sie kurz vor dem 4. September war. Es gab dieses berühmte Begegnung von Angela Merkel mit diesem palästinensischen Flüchtlingsmädchen, wo sie ihr keine Hoffnung machte. Und sagte, wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen, auch ihr aus Afrika könnt alle kommen, das schaffen wir nicht. Das sagte sie praktisch 4 Wochen vorher, bevor sie einen radikalen Kurswechsel vorgenommen hat. Das hält diese Gesellschaft nicht aus, dass wir sagen, jeder, der auf der Welt zu uns kommen will, ist herzlich willkommen. Also wir brauchen in Europa brauchen wir eine andere Flüchtlingspolitik. Aber man muss auch sehen, ich kann eine gezielte Politik machen, die einerseits politisch Verfolgte aufnimmt, die Kriegsflüchtlinge aufnimmt und die Arbeitsmigration zulässt. Das kann ich nur hinbekommen, wenn ich funktionierende Außengrenzen habe. Solange die Außengrenzen offen sind wie ein Scheunentor oder offen waren, kann ich ja gar nicht mehr differenzieren. Ich meine, wir reden immer von Flüchtlingen, die da gekommen sind, 890.000. Da waren Flüchtlinge drunter, da war auch ein großer Teil illegaler Migranten dabei, die gar keinen Fluchtgrund in dem Sinne hatten, dass sie um Leib und Leben fürchten mussten oder politisch verfolgt waren, sondern die einfach sagten, wir gehen nach Deutschland, weil wir dort besser leben können als zu Hause. Ist verständlich, aber kann kein Grund sein. Welche Rolle spielt dieses Thema im Wahlkampf? Das ist ja das, im Grunde das Groteske. Alle Umfragen zeigen, wenn Sie die Leute fragen, was beschäftigt euch am meisten, dann kommt als allererstes Flüchtlinge, Integration, Zuwanderung. Und dann kommt mit großem Abstand kommt Frage Rente, Bildung, soziale Gerechtigkeit, sagen 13%, das sei wichtig. Also, aber die Parteien greifen das Thema nicht an, weil wir natürlich im Bundestag in dieser Frage ja eine mehr oder weniger Allparteienkoalition haben. Wir haben ja keine Opposition gehabt im Bundestag, die sagte, der Kurs, den die Große Koalition getragen hat, wurde ja unterstützt von der Linken und von den Grünen. Es wurde lediglich von denen opponiert, dass man die Regeln wieder, also teilweise zum geltenden Recht wieder zurückgekehrt ist nach dem September. Das wurde kritisiert, aber prinzipiell wurde das nicht kritisiert. Und insofern hat auch Herr Schulz, wenn er ehrlich und anständig auftritt, hat eigentlich gar keinen Hebel, wo er die Kanzlerin angreifen kann. Er hat als Präsident des Europäischen Parlaments hat er diesen Satz geprägt, die Zuwanderer, die zu uns kommen, sind wertvoller als Gold. Das war ja damals diese Euphorie, wo man sagte, es kommen nur Nobelpreisträger oder zumindest potenzielle Chefärzte und Chefingenieure. Also insofern kann das Thema ehrlicherweise gar nicht zu einer großen Kontroverse führen.